Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr werdet es am Titel sicherlich schon gelesen haben. Ich dachte mir, ich rede heute einfach mal so ein bisschen mit euch, weil ich glaube, das ist einfach notwendig und ich muss mir einfach ein paar Dinge von der Seele reden, die mich aktuell so ein bisschen beschäftigen. Und generell vielleicht auch erstmal sorry dafür, dass jetzt gerade auch diese Woche nicht so viel kam. Ich hatte gerade diese Woche sehr wenig Motivation, sage ich euch ganz ehrlich. Aber gleichzeitig auch viel Stress. Gute Freunde haben geheiratet gestern. Ich habe tatsächlich heute Geburtstag. Aber ich möchte das Video unbedingt heute trotzdem machen, weil es mich halt jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt. Ich habe mir am Handy auch ein paar Notizen gemacht. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich da zwischendurch immer mal wieder das Telefon in die Hand nehme und ein paar Punkte ablese. Und ich würde gerne erstmal, also generell, wir können erstmal kurz über die Gliederung sprechen, was ich heute generell mit euch besprechen möchte. Erstmal, wie ich aktuell zu Yu-Gi-Oh! Stehe, mein Spaß am Spiel und meine Motivation. Dann sicherlich möchte ich mit euch auch nochmal ganz kurz über das Thema ja, Megaten sprechen, was ja in den letzten Tagen auch wirklich viele oder große Wellen geschlagen hat, und würde da so ein bisschen gerne nochmal meine Meinung zu sagen, weil es da natürlich auch viele kritische Kommentare in diese Richtung gab. Und ja, ich habe mir die alle durchgelesen und habe mir da auf jeden Fall auch meine Meinung zu gebildet. Und generell, wie Yu-Gi-Oh! Bei mir in Zukunft sich weitergestaltet, auch gerade nochmal verknüpft mit dem ersten Punkt. Und ja, ich würde sagen, wir starten da erstmal an dieser Stelle mit wirklich Punkt 1. Wie sieht aktuell meine Motivation und mein Spielspaß an Yu-Gi-Oh! Aus? Und ich sage euch so, wie es ist. Das ist aktuell wirklich im Keller. Ich hatte, glaube ich, selten so wenig Spaß an Yu-Gi-Oh!, wie das aktuell der Fall ist. Aber ich möchte da jetzt gar nicht sagen, dass Konami da an allen Punkten schuld ist, sondern ich glaube, dass ich da teilweise irgendwie auch mit selber schuld bin, weil ich mir das Hobby ein Stück weit versaut habe. Weil aktuell ist es wirklich so, ich spiele dieses Spiel nicht, weil ich sage, ich habe da riesig Spaß dran, sondern ich habe Spaß am Gewinnen oder ich versuche irgendwelche Sachen zu gewinnen, wie zum Beispiel World Celebration Event, um da den Umschlag letztendlich mit nach Hause zu nehmen, um damit am Ende mit Plus nach Hause zu gehen. Deswegen spiele ich aktuell Yu-Gi-Oh! Und ich finde, das ist halt, weiß ich nicht, ob das wirklich der perfekte Grundansatz ist. Ich sehe den jetzt nicht so ganz so perfekt, weil ich glaube, der Spielspaß, der sollte grundsätzlich schon im Vordergrund stehen, und das kann ich aktuell tatsächlich bei mir nicht finden, egal wie sehr ich das versuche. Es gibt natürlich immer mal wieder positive Funken. Ich unterhalte mich natürlich auch gerne über das Spiel, aber das Spiel aktuell selber spielen, wie gesagt, würde ich mich jetzt wiederholen, macht mir wirklich aktuell nicht sonderlich viel Spaß. Und das liegt natürlich an verschiedenen Punkten, gerade auch wie das Game und das Spieldesign sich weiterentwickelt. Umso länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr gehen mir Karten wirklich auf die Nerven, die sagen, du darfst nicht, du kannst nicht, und dann sind das halt auch letztendlich meistens Karten, die einen am Spiel nicht teilhaben lassen. Also du darfst einfach nicht mitspielen, und das steckt ja letztendlich auch in den Aussagen schon so ein bisschen drin, du darfst nicht, du kannst nicht. Und ja, das ist eigentlich auch schon der kleine feine Punkt. Und vor allem, es gibt natürlich in Zukunft Karten, die rauskommen. Ich weiß, die Meinung, die teilen nicht viele, aber wir müssen hier an dieser Stelle ganz kurz über Fuvaros sprechen. Und ich glaube, die Meinung zu Fuvaros, die können nur Leute beurteilen, die selber mal ein Max-C-Format gespielt haben. Ich finde, Master Duel ist da auch nicht das ganz perfekte Beispiel für, aber da merkt man es zumindest schon mal so ein bisschen, weil Master Duel ist ja nur Best of One. Ich glaube, das ist dann schon nochmal was anderes. Aber gerade damals im TCG, wo Max C da war, das war für mich eine ganz furchtbare Zeit. Also, wenn die Karte geworfen wurde, dann war das Duell ziemlich schnell vorbei, und Fuvaros macht für mich genau das Gleiche. Und ich habe für mich immer gesagt, sollte nochmal eine Karte ins Spiel kommen oder auch Max C zurück ins Spiel kommen, dann ist es ein Punkt für mich, wo ich sage, ich möchte dann für den Moment erstmal nicht spielen oder zumindest auf einer anderen Ebene spielen, weil Stand jetzt ist für mich die YCS Lille erstmal die letzte YCS. YCS Bologna bin ich nicht vor Ort, weil mir das halt noch mehr die Motivation nimmt, wenn solche Karten ins Spiel kommen. Ich weiß, den Punkt, den werden ganz viele anders sehen, und das habe ich auch schon in den Kommentaren schon mal gelesen, dass man das als übertrieben empfindet. Ich muss sagen, ist halt meine Meinung zu dem Thema. Wenn jemand eine andere dazu hat, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, für mich zerstört das ein Stück weit eben das Spiel. Das muss ich auf jeden Fall ganz klar sagen. Und generell auch die Weiterentwicklung im Spiel, was die Kartenpreise aktuell angeht, da bin ich auch nicht happy mit, weil natürlich muss man sagen, wenn man sein Deck ständig auf dem neuesten Stand halten möchte, dann ist das alles insgesamt natürlich nach und nach durchaus sehr teuer, ne? Das muss man jetzt nicht mitmachen. Das Thema haben wir auch schon genug durchgekaut. Das Fass möchte ich jetzt auch nicht nochmal aufmachen. Aber es ist trotzdem ein Punkt, der mich stört, weil man muss auch klar sagen, dieser Kanal hier, der wirft jetzt auch nicht Millionen von Euros ab. Ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen, aber es ist nicht so, dass ich das Ganze hier Vollzeit mache.
ich gehe schon nebenbei durchaus auch noch arbeiten, ne? Natürlich wirft das hier auch was ab, brauche ich jetzt nicht schlecht reden, das Ganze. Aber wahrscheinlich, also das, ob das hier reicht, weiß man nicht, aber im Yu-Gi-Oh!-Kosmos ist das sehr, sehr schwierig, das wirklich seine Vollzeitarbeit zu nennen, aber das war grundsätzlich auch nie mein Ziel, wo ich mit YouTube angefangen habe, deswegen bin ich da vollkommen fein mit. Grundsätzlich war das Ziel eigentlich, ja, Spaß an dem Kartenspiel zu haben und die Spaß auch zu verbreiten und auch ein bisschen Wissen oder generell Meinung mit euch auszutauschen, was mir auch nach wie vor noch Spaß macht. Also Videos dazu zu machen, macht mir durchaus schon noch Spaß, nur halt das TCG selber zu spielen aktuell echt schwierig. Aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt auch nicht tausendmal wiederholen. Dann möchte ich mit euch nochmal ganz kurz über das Product Design sprechen, was natürlich dann letztendlich auch mit den Kartenpreisen zusammenhängt. Und da können wir dann theoretisch auch über die Megatin nochmal kurz sprechen, was ja wirklich große Wellen geschlagen hat. Ich werde euch hier dann gleich auch ein paar Sachen nochmal einblenden. Ich habe mir die jetzt hier selber nochmal aufgerufen. Und letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe von euch, ist die Hauptkritik an der Megatin, dass natürlich quasi alle guten Karten in den Secret Rare Slot wieder reingepackt wurden und man halt insgesamt bei diesem Secret Rare Slot ja dann doch einige Karten hat. Und das heißt, da zieht man auch realistisch gesehen nicht ganz so häufig die Karte, die man braucht. Und das, ja, laut euch, macht den Kartenpreis nicht so günstig, wie das am Ende sein soll, weil man halt auch nur eine Prismatic Secret Rare letztendlich pro Booster Pack drinne hat. Ich kann den Kritikpunkt auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ich bin da auch auf eurer Seite. Ich muss auch sagen, dass ich es nicht unbedingt gut finde, dass man dann gleichzeitig noch Tokens da reinpackt, die natürlich sich dann diesen Secret Rare Slot noch mit teilen. Und auch diesen Ärger, den kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings muss ich sagen, finde ich dann die kritischen Stimmen auch teilweise ein bisschen übertrieben. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Konami-Partner bin, sondern ich sage das, weil das meine ehrliche Meinung dazu ist. Weil ich glaube, die Tin soll als Grundgedanke Karten günstiger machen. Und ich glaube, das wird sie trotzdem machen. Sie wird sie vielleicht nicht so viel günstiger machen, wie sich das viele wünschen. Aber die wird die Karten langfristig trotzdem günstiger machen. Allerdings finde ich es auch noch ein bisschen zu früh, um wirklich einschätzen zu können, wie viel günstiger die Karten am Ende werden. Weil wir haben nur einen Bruchteil gesehen von Openings. Und ich weiß natürlich nicht, wie die Verteilung in den Cases am Ende sein wird. Weil ich glaube, dann erst können wir richtig sehen, wie ist das Ausmaß, wie entwickelt sich das Ganze, wenn da wirklich extrem viele Cases aufgemacht wurden. Weil dann sehen wir auch, wie sehen die Kartenpreise am Ende aus. Und ich finde, solange wir das nicht wissen, ja, muss man einfach noch ein bisschen warten. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Wie gesagt, versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich finde nicht, dass dieses Produkt das beste Produkt des Jahres ist. Das ist es, denke ich, bei weitem nicht. Ich denke auch, dass diese Tin nicht so gut ist wie vorhergegangene Tins. Ich glaube, das kann man ja auch ganz klar sagen. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Produkt weit davon entfernt ist, zu sagen, es ist komplett scheiße. Also das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen übertrieben, aber das ist halt auch nur meine Meinung dazu. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin da halt in vielen Punkten trotzdem bei euch, keine Frage. Deswegen lassen wir uns am Ende mal überraschen. Was man auf jeden Fall berechtigterweise kritisieren kann, ist der Ultra Rare Slot. Der ist tatsächlich, wenn ich hier so durch diese Kartenliste durchscrolle, das hätte man sich auch sparen können. Also gefühlt hätte man dann auch gar keine Ultra Rares drucken müssen, weil da ist nur wirklich nichts dabei, was irgendwie Relevanz hat und was irgendwie Kartenpreise auch in irgendeiner Art und Weise drücken würde. Das ist de facto nicht dabei. Und davon hat man halt drei Stück letztendlich pro Booster Pack. Und über die Commons, glaube ich, braucht man sowieso an dem Punkt uns nicht unterhalten. Das ist dann generell nochmal eine andere Nummer. Was ich aber gut finde, sind die Quarter Century Secret Rares, die da drin sind. Da sind auf jeden Fall einige ganz coole Sammlerkarten drin. Ich weiß, Exodia, Blue Eyes und Co., das wird jetzt wieder den Großteil langweilen und ihr könnt es nicht mehr hören. Ich persönlich muss sagen, so ein Blue Eyes und Quarter, ich habe das halt ganz gerne, weil ich sammle teilweise auch noch bestimmte Karten, jetzt auch nicht alle. Aber grundsätzlich ist das für mich eine ganz nette Sache. Aber wie gesagt, ich weiß und verstehe auch, wenn das sau viele von euch eben da draußen einfach nervt. Was ich persönlich auch cool finde an der Tin ist, dass ich natürlich, weil gerade ne, Unchained-Karten sind da drin, dann sind nochmal Jubel-Karten drin mit Rarity-Upgrades. Das ist punktuell für die Spieler vielleicht interessant, wenn irgendjemand da draußen Salamangreat spielt, der freut sich jetzt vielleicht, dass seine Gazelle in a Quarter drin ist oder wie auch immer. Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Das kann man an dieser Stelle vielleicht nochmal positiv hervorheben. Aber alles andere, ja, da müssen wir uns ein bisschen gedulden und abwarten, wie dieses Produkt sich am Ende dann auf dem Markt oder wie die Auswirkungen sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ich möchte auch nicht nochmal ein Video machen, wo ich hier zu meinem Stand rumheule. Ich hoffe, dass ihr es nicht als komplett rumheulen
empfunden habe, weil ich einfach generell mal meine Meinung zu dem Ganzen sagen wollte, wie ich es aktuell sehe, dass ihr mich vielleicht auch ein Stück weit verstehen könnt oder auch nicht verstehen könnt, aber war mir irgendwie wichtig, das einfach nochmal mit euch zu kommunizieren. Und bevor wir das Video jetzt zumachen, ein Punkt, der mich natürlich auch noch ein bisschen demotiviert hat, war natürlich die Bandlist, müssen wir jetzt auch ganz klar sagen. Die ist am Ende nicht so schlecht, wie viele gesagt haben. Trotzdem ist sie nicht die Lösung schlechthin. Also da würde ich mir natürlich auch andere ja, Ideen und Ansätze in Zukunft wünschen. Aber wie gesagt, da würde ich mich nur wiederholen. Das Thema wurde auch schon mehrfach besprochen. Deswegen an dieser Stelle nochmal sorry und Entschuldigung, wenn ich oftmals aktuell sehr, sehr negativ bin oder auch teilweise lustlos wirke, wenn das im Podcast zum Beispiel der Fall ist. Ich versuche das auf jeden Fall wieder in den Griff zu bekommen. Vielleicht muss ich da auch einfach ein bisschen kürzer treten, aktuell ein bisschen mehr Distanz zum Spiel bekommen. Aber wie gesagt, ein Video dazu jetzt ist nicht nochmal geplant. Ihr werdet das auf jeden Fall dann hoffentlich merken. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.